Hallo Leute, in dieser Folge möchte ich unsere Blogbeiträge in der Detailansicht aufrufen und dazu Laravel Slux benutzen, also die URL auch suchmaschinenfreundlich darstellen. Ja, wir haben ja in einem der vorherigen Tutorials bereits diese Startseitenansicht hier hergestellt und wir können auch schon diese Blogbeiträge uns anzeigen lassen in der Detailansicht, indem man hier mit slash blog slash 2 zum Beispiel einen der Beiträge aufruft. Und diese Detailansicht hier, die enthält ja eine Überschrift und diese Überschrift möchte ich eigentlich als Bestandteil der URL verwenden und nicht als ID, damit auch Suchmaschinen das Ganze eben aufnehmen können und das Ganze eben suchmaschinenfreundlich dargestellt wird. Und zum anderen ist es natürlich ein bisschen schöner. Eine kleine Korrektur möchte ich auch noch vornehmen, und zwar soll das Ganze hier nicht Blog heißen, sondern Post. Und das alles werden wir jetzt in dieser Folge entsprechend bearbeiten. Dazu rufen wir als erstes einmal die Row Web auf, also die Routes Web. Und da sehen wir, dass wir hier diese Route mit Post hier da entsprechend abändern können, also dass wir das eben nicht mit Blog, sondern Post aufrufen. Es ist ja ein Beitrag und nicht ein ganzer Blog. Und damit ist im Prinzip schon die erste Vorarbeit getan. Jetzt können wir hier mit Post das Ganze aufrufen. Ich hatte damals auch schon hier die entsprechenden Links so hinterlegt, dass man da auch diese Trending Stories aufrufen kann. Ja, und theoretisch auch hier, dass wir eben diese Beiträge bekommen. Allerdings ist es noch so, dass jetzt hier die Beiträge, die wir da aufrufen, noch nicht ganz stimmen, denn es ist immer derselbe Beitrag an dieser Stelle und derselbe Inhalt. Das müssen wir noch ein bisschen bearbeiten. Und dass wir hier immer den gleichen Beitrag sehen, das liegt daran, dass wir hier einfach nur das Ganze mal so ein bisschen gefaked haben und wir haben hier den ersten Post ausgewählt und rufen hier das Ganze eben entsprechend über das Design auf, über dieses Blog-Show-Template. Auch da müsste man eigentlich ein Post-Show-Template draus machen. Das können wir uns mal gerade anschauen. Die Struktur ist ja wie folgt. Wir haben hier unsere Resources-Views und haben dann hier Layouts-Components und einen Ordner-Blog. Ich denke, da können wir an dieser Stelle Block lassen, weil das eben für das Modul Block ist und da das Show-Template. Also ich würde einfach das so lassen, damit ist klar, dass wir hier die Details anzeigen. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass wir das Ganze jetzt hier so über eine Funktion in dieser Form aufrufen. Ich möchte hier lieber jetzt eine Art Resource-Controller benutzen oder zumindest einen Controller, denn wir haben bisher damit den Controller noch nicht gearbeitet an der Stelle. Wir haben zwar hier diesen Post-Controller schon hinzugefügt, aber den haben wir bisher nicht benutzt und den möchte ich jetzt nutzen, um dieses Show-Template auch aufzurufen. Und als erstes ersetze ich das jetzt hier einmal und schreibe mir jetzt hier den entsprechenden Controller rein. Das wäre jetzt hier der Post-Controller und wir nehmen jetzt hier Class und als Methode übergeben wir die Show. Anstatt das jetzt hier an dieser Stelle einzeln zu machen, können wir natürlich auch sogenannte Resource Controller benutzen. An dieser Stelle ändert sich dann die Syntax dadurch, dass wir hier einfach Resource eingeben. Und das Ganze ersetzen wir dann hier durch den Post Controller. Und zwar die Class. Und wichtig ist, dass hier das Ganze natürlich noch importiert wird. Und wir schmeißen hier die ID raus, denn das kann Laravel automatisch. Anschließend können wir uns hier mal die entsprechenden Routes anschauen lassen und dann sehen wir, dass wir jetzt diese 7 Routes hier haben und hier wird das Post-Model automatisch eben übergeben. Ja, und so können wir jetzt entsprechend diese Routes nutzen, um mit dem Controller dann die View anzuzeigen. In dem Controller hier können wir jetzt einmal die Show-Methode aufrufen. Und wir hatten eben was kopiert, und zwar, das waren Teile hier aus der Route-Funktion, die lösche ich jetzt hier raus. Und wie ihr hier seht, haben wir automatisch hier oben schon diese Post-Variable. Und dementsprechend kann ich das hier rausschmeißen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und habe jetzt hier block.show und übergebe diese Variable Post an mein Template. Und wenn wir das Ganze hier einmal aufrufen und neu laden, dann sehen wir jetzt plötzlich, dass sich hier der Inhalt auch verändert hat. Wir haben jetzt hier Post 3 und ich kriege jetzt hier tatsächlich auch die unterschiedlichen Überschriften und Bilder und so weiter angezeigt.
Post 4 ist not found. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt hier bei Post 4 einen haben, der gelöscht wurde oder zumindest nicht öffentlich verfügbar ist. Auch das ist natürlich gewollt, weil wir die gelöschten Beiträge ja nicht anzeigen wollen. Die können wir später über den entsprechenden Modus auch im Backend wieder anzeigen, um das Löschen auch wieder rückgängig zu machen. Für eine Art Archivfunktion zum Beispiel. Okay. Nächster Schritt ist jetzt, dass wir aber diese ID 5 hier durch eine Slug ersetzen, also durch eine Zeile, die sich eben aus der Überschrift zusammensetzt. Und dazu gibt es ein Paket von Spacy, und zwar Spacy Laravel Sluggable. Und die Installation ist recht einfach. Wir klauen uns einmal hier diesen Composer-Befehl raus und rufen das Ganze einmal in dem Terminal auf. Dann wird das Ganze installiert. Das geht eigentlich recht schnell. Und dann können wir hier schon mal eben in der Anleitung mal weiterschauen. Usage. Und zwar gehen wir in das entsprechende Model und fügen einmal hier die Funktion useHasSlug hinzu. So, und das ist in unserem Fall natürlich das Postmodel. Und dann können wir hier entsprechend hasSlug hinzufügen. Bitte auch hier dran denken, dass das Ganze importiert wird an dieser Stelle, ja, in dieser Zeile hier. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, und wir sehen, dass jetzt hier dieser hasSlug-Befehl dazu geführt hat, ich nehme das nochmal raus, dass hier oben meine Klasse irgendwie markiert wird. Und der Grund ist, wenn ich jetzt hier einmal über die Fehlermeldung schaue, Class must declared abstract or implement method getSlugOptions. Und das ist auch das, was in meiner Dokumentation steht, dass wir diese Funktion hier benötigen. Und das Schöne ist, dass wir jetzt hier mit Laravel auch die Möglichkeit haben, mit PHP Storm die Möglichkeit haben, diese Methode hinzuzufügen. Also sage ich getSlugOptions und dann wird sie hier unten auch eingefügt. Okay, dann schauen wir uns mal an, was wir machen sollen. Wir sollen jetzt hier angeben return SlugOptions, create, generate Slugs from, save Slugs to. So, und das klaue ich mir mal, diesen Teil. Und dann erläutere ich die Zeilen nochmal. Also, wir haben jetzt hier Slug Options und das Create From oder Slugs From ist immer die Frage, welches Feld benutze ich da und wo soll das Ganze hingespeichert werden. Ich rufe mir jetzt einmal unsere Create Post Table auf und dann sehen wir, dass wir jetzt hier ein Feld Title haben, aber wir haben noch nichts für die Slugs vorgesehen. Und dementsprechend füge ich das nochmal hier hinzu. Slug. Da können wir das Ganze dann speichern. Ich mache das hinter der Überschrift meistens. Und wir gehen hier hin und sagen dann, generiere den Slug von Title und save Slugs to Slug. Okay. Als nächstes müssen wir jetzt aber einmal unsere Datenbank neu migrieren. Deswegen machen wir nochmal migrate fresh-seed. Und wenn ich jetzt die Datenbank einmal aufrufe, dann sieht das wie folgt aus. Und dann sehe ich, dass ich hier in dieser Slug-Spalte jetzt so eine Version habe von meinem String ohne den Punkt am Ende und mit Bindestrichen statt Leerzeichen. Hier in der Überschrift haben wir noch einen Punkt drin und Leerzeichen. Und das ist jetzt der Riesenvorteil, dass wir diese Überschrift eben nutzen können, um die URL oben aufzubauen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir unserem Model noch mitteilen, dass der Slug sozusagen als Key verwendet wird. Und dafür gibt es hier diese getRouteKeyName-Funktion und die fügen wir noch hinzu. Dann haben wir hier in dem PostModel eben diesen getRouteKey. Und wenn wir jetzt mal ins Frontend schauen, dann werden wir sehen, dass jetzt plötzlich das Laden nicht mehr funktioniert. Und ich gehe jetzt nochmal auf die Startseite. Und wenn ich jetzt hier drüber habe, hat sich nichts verändert an so einem Links und hier auch nicht. Und das liegt daran, dass wir jetzt erstmal diesen Links mitteilen müssen, wie sie aufgebaut sind. Und zwar rufen wir dafür einmal das Main-Template auf. Und dann gehen wir hier einmal auf die Newest. Und dann sehen wir, dass wir das hier ja noch von Hand gemacht haben. Und das ist natürlich nicht korrekt, denn wir wollen ja jetzt die entsprechende Showblade haben. Und das können wir recht einfach machen. Und zwar
gehen wir hier jetzt auf Route, Post, Show und als Parameter müssen wir es den Slug übergeben. Also sage ich hier einfach nur Post Slug. Und wenn ich das Ganze jetzt aufrufe, kann man links unten sehen, dass der Link dort diesen Slug enthält. Und wenn ich dort draufklicke, haben wir entsprechend diese Darstellung. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Wir haben jetzt suchmaschinenfreundliche URLs. Und wir brauchen jetzt überall nur noch eben anstatt der ID diesen Slug übergeben. Was ich ganz gerne mache, man kann jetzt statt eben diese Route hier aufzubauen, auch eine eigene Funktion basteln, dass wir diese Route eben an einer zentralen Stelle definieren können im Model selbst, dass wir sozusagen irgendwie eine Show Path oder sowas hinzufügen. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne, weil diese Funktion deutlich einfacher ist, wenn man das so aufruft. Denn wenn ich in Zukunft mich doch entscheide, eine ID zu verwenden oder es doch mal zu ändern, dann muss ich das wieder an allen Stellen ändern, wo dieser Funktionsaufruf drin ist. Und ansonsten kann ich das zentral an einer Stelle im Model machen. Und dementsprechend möchte ich Folgendes tun. Ich möchte jetzt hier einfach sagen, Post Path aufrufen können. Und damit ich diese Funktion bekomme, gehen wir hier in unser Post Model. Machen zunächst einmal eine Public Function Post. Entschuldigung, Path natürlich. Und ich kann dann hier irgendwas zurückgeben. Und wenn ich jetzt ins Frontend gehe, sehe ich, dass ich jetzt hier überall diesen Path bekomme. Also kann ich es ganz einfach aufbauen und kann hier sagen, okay, ich möchte die Route Post Show ausgeben und möchte von dem jeweiligen Eintrag den Slug haben. Und dann habe ich hier unten das Gleiche erreicht, kann aber eben zentral an einer Stelle das Ganze bearbeiten. Ich schließe jetzt mal alle Dateien und ich hole mir jetzt nochmal die Trending-Ansicht. Und zwar können wir hier dann auch sagen Post Path. Das Ganze muss natürlich noch in geschwungene Klammern. Dann haben wir auch hier jetzt theoretisch die Post Path, aber ich sehe gerade, hier ist ein Fehler drin. Post Path Trending. Da müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass wir das aus Versehen. Ah, genau. Wir haben Trending noch gar nicht aufgebaut. Trending wäre ja sozusagen die neuesten Beiträge oder die interessanten Beiträge, die in letzter Zeit häufig aufgerufen werden. In dem Fall habe ich jetzt einfach nur ein Array übergeben, deswegen funktioniert das nicht. Ich nehme jetzt mal eben hier von Latest das Ganze, oder Newest. So, und zwar haben wir hier die letzten 5 genommen und die baue ich jetzt hier an dieser Stelle einmal ein. Auch hier wieder die Klasse importieren da oben. So, und dann sollte das auch funktionieren. Ist zwar jetzt nicht Trending, das stimmt halt an dieser Stelle jetzt noch nicht, aber das können wir später eben noch ergänzen. Damit das Ganze noch schön aussieht, machen wir auch hier die Line-Clamp-Funktion noch eben rein. Die kopiere ich mir hier aus der Newest raus, speichere das hier und dann sieht das ganz genauso aus. Wir können hier natürlich jetzt irgendwie das umsortieren oder so, aber das soll jetzt erstmal so passen und ich kann jetzt hier meine Beiträge aufrufen, hab schöne URLs. Ja, und das soll es auch für heute gewesen sein.